Moin Moin und Hallöchen, ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Oberlecker, die vegane Kochshow. Hier gibt es heute ein Krautgulasch auf Augen und Ohren, natürlich das Ganze wie immer rein pflanzlich und vegan. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. Und es geht auch schon direkt los. Ich habe bereits einen großen Topf mir auf den Herd gestellt und nehme mir als allererstes zwei schöne große Zwiebeln. Also eigentlich kommen das Gericht drei Zwiebeln, aber die sind recht groß. Von daher werde die häuten, schnibbel mir die in feine Würfel und dann werden die in ausreichend Olivenöl angeschwitzt. Schalte auch gleich ein kleines bisschen runter, dass die Zwiebel nicht verbrennt, sondern jetzt schön langsam glasig anschwitzt. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, euch die Zwiebel in Streifen schneiden. Ist jetzt hier bei einem Gulasch eigentlich fast egal, soll der schön rustikal sein. Und ran damit. So, das wird ja ein Krautgulasch. Ansonsten bin ich nämlich immer so, wenn ich jetzt, sag ich mal, einen Kartoffelgulasch mache oder einen Gulasch, wo sehr viel Sojaschnetzel oder sowas dran ist, mache ich eigentlich fast Hälfte, Hälfte. Also ich liebe also Hälfte Zwiebeln und Hälfte halt Kartoffeln oder Sojaschnetzel. Mag ich extrem. In unserem Fall kommt hier nachher frisches Sauerkraut dran, was hier bereits schon vorne steht, und ein kleiner Weißkohl, beziehungsweise das ist das Überbleibsel von den Kohlrouladen. Das Video könnt ihr euch gerne mal angucken. Das drehe ich jetzt bloß alles gerade an einem Tag, müsste jetzt aber zeitversetzt um einen Monat sein. Entweder, wie gesagt, einen kleinen Weißkohl oder halt den Rest von den Kohlrouladen. Die genauen Angaben zum Rezept findet ihr wie immer hier unten drunter unter dem Video. Folgt dem Link auf meinem Blog, da gibt es das Rezept zum Speichern und zum Drucken. So, den Kohl jetzt einfach in der Mitte aufschneiden. Den Rest vom Strunk hier einfach mit einem Keilschnitt entfernen. So. Und jetzt den Kohl entweder mit einem Gemüsehobel richtig schön fein runterhobeln oder, so wie ich das jetzt in dem Fall mache, mit einem Messer richtig schön fein runterschnibbeln. So, die Zwiebeln sind hier nebenbei schon schön glasig und leicht braun geworden. Dazu gebe ich jetzt Steinpilze. Die habe ich bereits schon eine Stunde hier im Wasser eingeweicht, drückt die hier so ein bisschen aus und brutzelt die hier schön scharf mit an. Und die Steinpilze, ihr könnt auch eine andere getrocknete Pilzmischung nehmen. Die geben dem Gulasch richtig schöne Umami-Aromen, also so ein bisschen was Fleischiges, was Rauchiges. Das Wasser kann zur Seite. Jetzt stelle ich den Pfannenboden bzw. die Hitze ein kleines bisschen höher und lasse die Pilze für ungefähr 1 bis 2 Minuten hier scharf mit anbraten. Kleines bisschen Olivenöl hier dazu, weil der Pfannenboden schon recht trocken ist. Mal gucken hier. Guck mal, ihr seht da richtig schön, wie die Pilze auch so leicht anfangen braun zu werden. Sieht man wahrscheinlich auch hier oben in der Kamera. Richtig schön, die Zwiebeln sind glasig. Dann fliegt jetzt der Kohl mit dazu und der wird ebenfalls nochmal richtig für 2 bis 3 Minuten scharf mit angebraten. So, und auch beim Kohl sieht man, dass der jetzt schöne, dunkle, braune Röstaromen bekommen hat. Der ist schon gut zusammengefallen hier drinnen. Je länger Kohl schmort oder je länger er Hitze bekommt, umso mehr fällt er natürlich auch zusammen. Dazu kommt jetzt ein Lorbeerblatt sowie Kümmelsamen, Paprikapulver, Tomatenmark und getrockneter Majoran. Durchrühren und ebenfalls nochmal für eine Minute kräftig mit anrösten. Ja, das ist wichtig, dass Tomatenmark und die Gewürze wirklich mit angeröstet werden, dass wir da richtig schöne, krasse, heftige Aromen haben, die wir wollen.
Während das hier kurz vor sich hin brutzelt, mache ich mich an eine Gemüsebrühe. Heißes Wasser. Nehme jetzt hier erstmal ein Dreiviertel Liter. Könnt ihr hier oben in der Kamera sehen, wie wirklich so ein paar Sachen unten am Pfannenboden anbraten. Das ist wichtig, das wird hier gleich abgelöscht. Und alles, was da unten festgebraten ist, gibt dem Sauerkraut bzw. dem Krautgulasch hier richtig Bums. Eine anständige Prise Salz mit dazu. Pfeffer. Wer mich kennt, eines meiner absoluten Lieblingsgewürze oder Würzsoßen ist die Worcester oder Worcestersoße. 2 Esslöffel davon mit dran. Zack. Die Gemüsebrühe dazu. Dann das Sauerkraut. Habe ich mir gestern frisch aus dem Biomarkt geholt. Richtig, richtig lecker und vor allem natürlich auch gesund. Ran damit. Und als fleischige Komponente kommt bei mir das Pulled Soja mit dran. Ihr könnt natürlich auch alternativ Sojaschnetzel nehmen oder auch Soja-Medaillons. Einfach in der Mitte teilen, die vorher einweichen. Die Medaillons würde ich vorher ein kleines bisschen einkochen lassen. Diese hier gebe ich jetzt direkt daran, weil sich einfach die Einweichzeit, ja, ob ich es vorher in Wasser mache oder direkt hier in Flüssigkeit schmeiße, völlig egal. Hier habe ich dann schon anständig Geschmack mit drin. So sieht es hier im getrockneten Zustand aus. Und egal, ob man das jetzt hier mit dran schmeißt oder halt vorher, wie gesagt, einweichen möchte, sollte mindestens 10 Minuten in heißem Wasser weich werden. So. Einmal durchrühren. Kleines bisschen runterstellen, Deckel drauf und bei mittlerer Hitze für circa 25 Minuten mindestens schmoren lassen. Eine andere coole Geschichte mit dem Pulled Soja. Dann auf jeden Fall vorher einweichen, also ein schönes Pulled-Sandwich, ein Soja-Pulled-Sandwich. Dazu das Pulled-Soja in heißes Wasser. Erstmal richtig schön einweichen. Da könnt ihr auch schon ein kleines bisschen Gemüsebrühe oder auch Salz mit dazugeben, dass es schon so einen leichten Grundgeschmack hat. Nach 10 Minuten kräftig ausdrücken, in Olivenöl anbraten, schön abschmecken mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer. Auch immer gern genommen, Worcestersoße. Richtig schön knusprig machen die ganze Geschichte, Zwiebeln dazu schmeißen und das Ganze auf einem Baguette mit frischem Salat und auch Sauerkraut oben mit drauf. Richtig, richtig lecker. Der Deckel ist jetzt drauf. Lasst das für 20, 25 Minuten langsam vor sich hinschmoren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, circa 17, 18 Minuten sind vergangen. Sag mal, 5 Minuten bevor das Krautgulasch fertig ist, kommen noch 200 Milliliter pflanzliche Kochsahne mit dazu. Wollen ja auch ein bisschen was für die Hüfte haben. Und den Schalenabrieb, den Abrieb einer Zitrone. Einfach schön fein mit reinreiben hier. Aber nehmen wir mal eine schöne Frische mit im Essen. So. Unterheben. Oh, lecker. Der Gulasch ist jetzt richtig schön eingedickt. Flüssigkeit wurde aufgenommen von dem Pulled Soja. Ein bisschen was ist verdampft, so dass es gleich ein richtig schöner, dicker und cremiger Gulasch übrig bleibt. So, nochmal Deckel zu und weitere 5 Minuten schmoren lassen. Und zu guter Letzt nehme ich mir hier noch die Petersilie und so fein wie es geht runterhacken. So, und das war's. Die Flamme geht aus. Zu guter Letzt kommt jetzt noch die fein gehackte Petersilie mit dazu. Lasst euch gerne ein bisschen was übrig zum Anrichten, zum Garnieren. Und unterheben. Das war's. Wirklich wieder ein schönes, simples, einfaches Rezept. Und ich hoffe, ihr macht es nach. So, ich suche jetzt hier mal ein kleines Stückchen
Pult Soja raus. Also wie gesagt, man muss das nicht zwingend im Vorfeld einweichen. Das reicht natürlich auch so, weil heißes Wasser, heiße Brühe mit anständigem Geschmack, und genau das wollen wir haben. Und schön zart geworden. Als Alternative dazu könnt ihr, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, gerne einen Sojaschnitzel nehmen oder Sojamedaillons. Das ist eine perfekte Balance von der Säure des Sauerkrauts. Die Kochsahne, die ja nochmal so einen leichten süßlichen Touch hat, die Frische von der Zitrone, von dem Zitronenabrieb. Wirklich der absolute Hammer. Eine schöne pfeffige Note obendrauf. Also perfekt. Ich bin happy. Ich bin glücklich. Macht's gerne nach. Haut in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin.